Hallo, ich bin Joscha von Move36. Herzlich willkommen zu den Nachrichten. Wir blicken auf die Woche zurück und bleiben weiter zu Hause, damit hoffentlich irgendwann mal wieder irgendwas am Wochenende geht. Demo trotz Corona-Verstößen: etwa 2000 Personen auf einem Haufen und das größtenteils ziemlich dicht beieinander. So ist es vergangene Woche Samstag während des Silent-Protests in Fulda gewesen: einer Demo gegen Rassismus. Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben den vorgegebenen Corona-Abstand größtenteils nicht eingehalten, dennoch hatten sich Ordnungsamt und Polizei dafür entschieden, die Demo nicht abzubrechen. Warum? Das hat uns die Stadt diese Woche mitgeteilt. Das hohe Gut der Versammlungsfreiheit sei durch das Grundgesetz besonders geschützt. Eine Auflösungsentscheidung müsse gut begründet sein, um vor Gericht Bestand zu haben. Polizei und Ordnungsamt mussten also zwischen Versammlungsfreiheit und Infektionsschutz abwägen und haben zugunsten Ersterer entschieden. Anreize für Hebammen-Nachwuchs. Dass Hebammen einen wichtigen Beitrag zum Start ins Leben liefern, ist den meisten klar. Um sie besser auf ihren Job vorzubereiten, wurde ihre Ausbildung zuletzt akademisiert, wie es so schön heißt. Bedeutet, der Hebammen-Nachwuchs studiert. An der Hochschule Fulda nennt sich der duale Studiengang Hebammenkunde. Der startet ab Oktober mit einem neuen Konzept. Unter anderem erhalten die Studierenden dann eine Ausbildungsvergütung. 46 Ausbildungsplätze wird es geben. Bei Interesse kannst du ja mal auf der Webseite der Hochschule stöbern. Comeback für das Rosenbad Fulda. Das ist ab dem 22. Juni um 9 Uhr wieder geöffnet. Damit das während der Corona Pandemie überhaupt möglich ist, haben sich die Betreiber ein paar Dinge einfallen lassen. Für Badegäste wird es zwei Zeitfenster geben, während denen man im Freibad planschen kann. Pro Zeitfenster werden maximal 500 Personen eingelassen und die Tickets müsst ihr vorab online Buchen. Weitere Infos dazu und zu allen anderen Lockerungen findet ihr auf move36.de Fahrradschule auf Instagram. Fahrradfahren verlernt man so schnell nicht, lernen muss man es trotzdem erst einmal. Viele Kinder treten mit Unterstützung der Jugendverkehrsschule der Polizei das erste Mal in die Pedale. Die kann wegen der Viruskrise die Schulen aber aktuell nicht besuchen. Das Polizeipräsidium Osthessen bietet deswegen jetzt auf seinem Instagram-Kanal nun zumindest eine kleine Alternative unter dem Motto: Fahrradschule bringt es die Übungen virtuell nach Hause. Hessen baut die Kinderbetreuung aus. Das Land fördert die Kommunen mit 142 Millionen Euro. Das freut unter anderem die Grünen, denn die schreiben in einer Pressemitteilung, es sei erfreulich, dass die Kommunen im Kreis Fulda ihre Kinderbetreuung durch das Förderprogramm des Landes zukunftssicher aufstellen. Aus dem Fördertöpf erhält der Landkreis knapp 3,5 Millionen Euro. Ich bedanke mich immer fürs Zusehen. Kommt gut durchs Wochenende. Habt eine schöne nächste Woche. Die Links zu allen News und naja, bald hoffentlich auch wieder zu den Events findet ihr wie immer in der Videobeschreibung oder in den Kommentaren zu dieser News. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Macht's gut und wir sehen uns dann wieder nächsten Freitag. Ciao.